Ja, ich muss ein kurzes Video machen, weil ich finde es einfach sehr genial. Also hier, wie das jetzt anzusehen ist, also wir sind nämlich hier genau an so einem Punkt angelangt, wo jetzt letztendlich bei der Shell ja Käufer und Verkäufer, also Angebot und Nachfrage, mehr oder weniger gleich waren heute. Also plus 58, Quatsch, weniger als 1% Change heute. Man sieht es hier. Und ja, also es ist also ein bisschen die Luft rausgegangen. Und es ist letztendlich genau das Szenario, ja, was ich eigentlich auch vorher gesagt habe, wo ich gesagt habe, ja, die Chancen stehen mehr oder weniger 50-50, ja, dass wir sozusagen nochmal einen Rücksetzer sehen, weil wir jetzt sozusagen ausgebrochen sind letztendlich, wenn man das hier mal jetzt mal so summa summarum sieht, aus der Seitwärtsrange seit, ja, so mehr oder weniger seit Januar. Und also nochmal zurücksetzen in die Zone rein, aufsetzen hier nochmal auf 17, 18 Euro. Oder die Chancen sind 50-50. Oder dass wir nach oben durchziehen in Richtung 20, 25 Euro. Ja. Und eine ganz, ganz kleine, geringe Chance ist, dass wir zurückgehen in die Range von den letzten 10 Monate, 9 Monate und dort dann wiederum verweilen eine Zeit lang. Auch das wäre nicht weiterhin schlimm, weil, mein Gott, dann kassiere ich im November die Dividende und bleibe halt noch eine Weile dabei oder so, keine Ahnung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder unter 15 runtersacken, ja, 14, 15, so aus dieser Range heraus, ist verschwindend gering. Und deswegen ist einfach das Chance-Risiko-Verhältnis so gut, dass ich mir gesagt habe, da steige ich jetzt mit ein. Ja. Und ich finde es halt super lustig, weil wir genau jetzt an diesem 50-50-Punkt sind, ja, wo ich schon gesagt habe, okay, fallen wir nochmal zurück, ja, löst es vielleicht die zweite Tranche aus bei mir oder verweilen wir jetzt einfach, passiert vielleicht gar nichts eine Zeit lang jetzt. Es kann ja auch sein, dass nach dem Ausbruch sich eine zweite Seitwärtsrange bildet, ja. Sagen wir mal zwischen 19 und 20 Euro oder so, was ich jetzt nicht auch nicht wirklich vermute. Ich nehme eher an, dass wir noch weiter nach oben gehen. Ne? Ja, ist logischerweise von meiner Perspektive her die größte Wahrscheinlichkeit. Es sind so ein paar Sachen, wo man auch sehen kann, okay, sagen wir mal, ja, ich würde mal sagen, das spätestens Anfang nächsten Jahres, ja. Wir letztendlich auch die noch verbleibenden Restriktionen und Lockdowns und all diese Geschichten auch, dass die dann auch weg sind und dass sagen wir mal in den Winterzonen, ja, also so wie in Mitteleuropa und so, wo halt dann auch Winter ist, dass dort letztendlich auch viel mehr Öl und Gas dann auch verbraucht wird. Das sind meistens auch die energiestarken Monate, ja, und von daher schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.